Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde VCBs Infinity Evolved. Ich bin heute mal wieder alleine am Server. Ja, na, jetzt machen wir wieder alleine böses Zeug. Ja, okay. Also, ich habe heute Folgendes geplant. Wir machen heute eine Kuhfarm für, also über Mind Factory Reloaded, für die Fleischbarren und für Pink Slime Bots. Wieso das Ganze und warum? Weil wir es können. Einfach so gesehen, ja. Also, wir brauchen erstmal Slaughterhouse. Davon wollte ich 3 Stück machen. Bitte sagen wir, wir haben noch Plastik. Gott sei Dank. Wie viel Plastik haben wir noch? Alles klar. Dann müssen wir erst einmal Rubber Farm. Das haben wir hier drüben. Okay, man möge mich dann bitte dafür hauen, aber ich werde dann auch nochmal demnächst eine Rubber Farm aufbauen. Müssen wir jetzt keine übertrieben große machen. Da reicht eine normal große. Bisschen Iridium? Ist ja auch in Not. Ich hab Angst, der Auranot. Aber der besteht lange, ich werde nur gemobbt. Ja, okay. So. Hauptraum. Wow, Wabba. Wow, Wabba. Oh, hier habe ich noch Draconium drin. Gut zu wissen. Ah, das können wir später auch noch machen. Sehr schön. Boah, mir fallen jetzt. Ich war eben am Überlegen, was ich noch machen soll in der Aufnahme. Ich wusste nichts. Er hatte keine genaue Ahnung, was ich gerade machen soll. Hatte sogar mal kurz auf Facebook mit einem geschrieben gehabt, an dem den hatte mal gefragt, ob er weiß, was ich machen könnte. Aber jetzt weiß ich es zum Glück. Ja, wir machen nämlich heute noch so. Ich habe noch einiges vor. Da kommen auch noch einmal so ein Tick noch und ja, weil das reicht. Das andere Zeug habe ich bis dahin wieder 3-mal vergessen. Alles klar. Slaughterhouse. Da brauchen wir 3 Stück von. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich weiß, dass ich sie eigentlich nur für die 3-mal brauche, aber ich habe direkt mehr gemacht. So, Rechtsklick. 1, 2, 3. Sehr schön. Dann, was brauchen wir noch? Wie kommen wir an die Kühe ran? Die Antwort auf alles ist auf mittlerweile bekannt. Wir gehen hier mal Spawner ein. Da habe ich ein paar von gefarmt, 30 Stück. Und hier Mobsoul Cowl. So, haben wir noch genug Cores für einen Wyvern-Core? Machen wir gleich mal 5 und jetzt hoffe ich es, dass es klappt. Draconic, ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Awakened Core. Wir machen sofort das dickste, was geht. So, dann noch Conveyor Belts, aber natürlich auch noch da. Wieder vorbereitet, so wie immer. Kappa. Wonderment, weil einiges ist sehr schön. Quarried Stone, Alter, 5400. Mal Startaufnahme. Marble davon und davon. Das sollte dann mit das Glück reichen. Ich nehme aber. Ah, würde ich noch was nehmen? Ich glaube, das reicht dann erstmal. Okay, Hauptraum. Obwohl. Ja, komm, das Stück kann ich laufen. Hier haben wir jetzt so ein wundervolles Stückchen frei. Da mache ich jetzt mal bewusst. So, ja. 3. Flop. Flop. Flop, flop. 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 Na, flop. Sehr schön. Das haben wir hier. Das bauen wir dann auch schon direkt dann richtig schön auf. Sonst kriegen wir wieder Stress mit dem Papa Street, Digga. Weil das ja nicht ganz dem stetianischen Baustil nachkommt. Mann, jetzt verliere. Ja. Wie man seine eigene
Boah, mir fehlen heute echt irgendwie die Worte. Irgendwie habe ich eine krasse Wortfindungsstörung heute. Was ich sagen wollte, wie man seine eigenen Worte vergisst. Meine Güte, ich bin aber auch echt heute... Das ist kein Profi mehr, das ist schon Überprofi. Ich bin so stolz auf mich. Stolzer kann ich echt nicht sein. Okay, ich habe sogar die falschen mitgenommen. Das ist sehr schön. Dann kann ich halt doch noch was chiseln. Einmal das Eisen gekonnt zubauen. Und ganz ehrlich, das haben wir nicht nötig. Das sind Peanuts mittlerweile. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Na? So, ich muss auf jeden Fall noch Strom rüber, aber glaube ich weiß schon, wie ich das mache. Dup, 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 dup. So. Dup, 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 dup. Sehr schön. Das brauche ich. Das waren die hier, die Marble Panel. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Na, der war falsch. So. Das hätten wir und das hätten wir dann auch. Sehr schön. Da muss nur noch ein Stück Decke rein. Habe ich. Wie zum habe ich hier? Jawohl. Gut, gut, das habe ich auch. Ja, was gibt's mir denn Neues? Ich habe mittlerweile Chaos auf Deponia Doomsday komplett fertig aufgenommen. Also das Spiel ist gegen Ende. Alter, wow. Ich bin schwer beeindruckt. Aber ich will da jetzt nicht zu viel spoilern. Sup, sup, dup, 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 dup. Obwohl, warte, der war falsch. So rum. So, so. Ja, dann haben die nämlich schon keine Chance mehr zu entkommen. Oh, ich bin so böse. Super, das passt. Dann hier die Slaughterhouses hin. Den letzten lasse ich nochmal da. Stabilize Spawner. Mob Soul Cow. Wyvern-Core und jetzt das richtig dicke Ding. Der Awakened-Core. Also die kommen hier auch schon gar nicht mehr weg. Da müssen dann jetzt nur noch hier ein OP-Gold auf rein. Das können wir jetzt auch noch gerade holen. Haben wir davon noch einen da. Einen, super. Bin stolz auf Micke. Das kann auch mal weg, den brauche ich auch gerade nicht mehr. Davon brauche ich nur noch eins. Conduit. Ender Energy. Ender Fluid. Item Conduit brauche ich. Dann eine Drum. Dann haben wir noch eine Betrochium. Was brauchen wir noch? Wir brauchen jetzt noch einen Meat Packer. Oh, das wird um. Flugsignalleiter. Ich glaube, davon mache ich jetzt mal zwei. Ist, glaube ich, besser. Weil sonst staut sich das Ganze auf. Haben wir noch Bricks da? Nein. Aber Clay müssten wir noch haben. Ja. Oh, das wird verdammt knapp. Was ist das hier? Ah, das ist nicht genug. Da muss ich dann erstmal doch nur. Oder weißt du was? Komm. Ich bewege sie mal ganz schnell hier so ein bisschen. Ist das hier Clay? Das ist. Oder? Das ist doch schon. Ja, das ist Clay. Das ging jetzt super. Das war super. Das kann hier bleiben. Das kann nur decayen. Das Teil habe ich immer noch nicht mehr fertig gebaut, das muss ich nicht auch mal ransetzen. Vielleicht mache ich das auch einfach mal in einem Speedbuild. Nicht im E-Raum, Hauptraum. Flop. Flop.
Das können wir nochmal mitnehmen. Gut, wenn das dann fertig auch fertig ist, wollte ich mich mal ransetzen an das nächste Großprojekt. Eins aber fertig. Und zwar wollte ich mich dann mal ransetzen an die Solar Panel Fabrik. Ich wollte damit dann endlich mal anfangen. Ich habe mir jetzt mal so ein paar Gedanken gemacht. So, das kann da alles rein. Meatpacker, oder was? Nee, nur Meatpacker war es. Sehr schön. Eins und zwei. Okay, gehen wir darüber. Dann können wir nämlich einfach hier so und richtig treffen. Jawohl. Okay, einmal hier Strom. Eins. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir so nicht. Also so ein bisschen schön bauen kann ich ja wohl auch noch. So. Da verziere ich das Ganze noch. Kann ich jetzt hier rüber? Müsste doch. Jawohl. Sehr schön. Das geht darüber. Und ich habe noch perfekt eins übrig. Sehr schön. Ja, verdammt, wie soll ich den Netherstar vergessen? Mist. Na, was mache ich jetzt schon hier wieder hier? Oh, da war ein Glowstone. So, bei mir wurde auch schon... ist jetzt auch schon bekannt. Ich fahre demnächst wieder mal in Urlaub. Und zwar in meine alte Heimat so gesehen. Ich fahre nach Teneriffa. Boah, ich freue mich richtig, endlich meinen Chef und so weiter wiederzusehen. Das habe ich schon noch alles abgeklärt. Boah, da freue ich mich tierisch drauf, den mal wiederzusehen. Ja, es wird aber auch diesmal nicht wie damals 2 Monate. Nein, keine Sorge. Oder eher doch, mehr Sorge. Haben die sich jetzt schon... Die haben sich aufgeladen, perfekt. Und die dann auch, oder? Jawohl, ja. Das kann ich dem... Der fängt schon an. So. Genau das hatte ich befürchtet, dass er jetzt hier schon so anfängt. Ah, das muss man im Moment. Moment. Ach. Da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. So, da braucht man wieder eine Ender Chest. Haben wir. Und ein Lapis. Ich nehme jetzt trotzdem mal 2 mit. War 1, ja. Ich muss mich da. Irgendwann mache ich nochmal was. So, und die kommt dahin. Extract. Extract. Insert. So, jetzt sollten die da immer reingehen. Und hier müsste sich dann irgendwann Pink Slime ansammeln. Aber das dauert noch ein bisschen. Ich werde jetzt auch bewusst keinen Netzes da reinmachen, weil ihr seht schon, das geht schon ab wie Schmitz Katz. Oh, der Hut ist geil. Oder ist er jetzt schon... Ja, da ist schon Pink Slime drin. Das ist perfekt. Dann können wir das nämlich hier reinsetzen. Obwohl, das wird man sehen. Da setze ich dann... Das war jetzt... Ah, ich mache das auch. Ich weiß jetzt, wie ich das mache. Da kommen noch die Fassaden hin. Das mache ich dann nach der Aufnahme. Insert. So, der eine Block war jetzt da
eigentlich zu viel, aber drauf geschissen, wir haben das. Super. Das passt. Jetzt muss hier nur noch das letzte Slaughterhouse hin. Damit der Power kriegt. Und das Zeug auch aussieht. Jupp. Sehr schön. 15 Minuten aber. Dann können wir eigentlich nochmal, pass auf, dann machen wir das jetzt ganz einfach. Wie viel Warm Meat haben wir schon? 107, perfekt. Das, boah, das läuft ja wie ein Länderspiel. Okay, was brauchen wir dann noch? Ich würde sagen, einen Aloys-Melter mache ich dann mal gerade. Was haben wir davon da? Oh, einiges. So. Oder warte, können wir das so machen? Jawohl, siehst du. Bin auch natürlich vorbereitet. Ah, na? Bitte, bitte, bitte. Na, verdammt. Ja, ich bin vorbereitet. Wie ihr seht, Kappa. So, dann machen wir da mal oben schnell was fertig im Hauptraum. Dup, dup, dup. Und Energetic Alloy und 1 und 2. Das haben wir. Boah, ich bin gerade richtig wieder im Flow rein. So. Oh, ich bin wieder richtig im Flow drin. Ich merke das schon. Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Warte, was? Ach, siebenfach. Ich habe schon 105, 8-fach kompressiert. Wie lange habe ich nicht mehr gespielt? Alter, 20.000. Ja, jetzt brauche ich auch nicht zwei. Jetzt brauche ich nur noch eins. Wie gesagt, ich habe schon die Hälfte vergessen. Weil den Capacitor würde ich noch machen. Hauptraum. So. Dann kann ich unten schon mal so weit ein Cable, einen Bass, das ich brauche beides. Ja, ich brauche beides, ich brauche einen Import und einen Export Bass. So, wie mache ich das? Zuerst einmal sparen wir uns ein Kabel und setzen das daran. Dann wollen wir noch ein Kabel sparen. Oder sogar zwei. Und machen das so. Und machen den Eingang dann einmal hier hin. Dann können wir einmal sagen, Aloy-Smelter kommt, na, kommt hier hin. Das habe ich hier nur gesagt, ah ja. Ach, das ist das Interface, okay. Hier machen wir jetzt mal rein für dieses Zeugs. Ich muss einfach mal, okay, Eingang ist Export, Ausgang ist Import. So. Moment, wo haben wir? Hier. Das müsste gleich aktiv werden. Jawohl, jawohl. Warm. Meat. Und einmal nochmal nach oben. Zack und zack. Haben wir noch eine Acceleration Card? Nein, die müssen wir nochmal machen. Zack. Nicht die Pure, die normalen.
weil ich will das ziemlich schnell reinhaben. Und zwar dieses Zeugs hier. Ja, der ist ja noch ein bisschen lahmarschig, ich weiß. Aber jetzt sind wir schon bei perfekt 20 Minuten, dann können wir dann jetzt das Zeugs noch machen. Capacitor? Nein, nicht den. Den. Zack. Zack. Na, was mache ich jetzt hier noch? So, jetzt wird das schneller durchgeputzelt. Und da muss doch noch eine Acceleration Card rein. Da habe ich so ein Pure verschwindet, egal. So, und damit sollte sich das jetzt ausgebalanced haben. Jawohl. Das wird sofort rausgezogen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir hier jede Menge zu futtern. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.